Stephen Davis war 32 Jahre alt. Obwohl er nicht das einzige Kind in der Familie war, galt er für seine Mutter als echter Sonnenschein. Wer hätte es gedacht, dass diese Frau einmal der Welt zeigen wird, was eine Mutter für ihren Sohn imstande ist zu tun, vor allem wenn die Wiederherstellung der Gerechtigkeit allein von ihr abhängt. Dieser Fall ereignete sich auf den Philippinen. Als sie ihren Sohn Steve gebar, wurde Margaret Davis am 27. März 1970 zum ersten Mal Mutter. Jahre später kamen zwei weitere Kinder hinzu. Seitdem bestand die Familie aus 5 Personen. Familie Davis führte ein glückliches und ganz normales Leben, ähnlich den meisten gewöhnlichen Familien mit Kindern in Nottingham, einer Stadt im Herzen Englands am Ufer des Flusses Trent. Der erste schwere Schlag für die Familie kam Mitte der 1980er Jahre, als Margarets Ehemann bei einem schrecklichen Unfall umkam. Die Frau wurde deshalb alleinerziehende Mutter und musste 3 Kinder großziehen. Als älterer Bruder tat Stephen alles, was er konnte, um den Schmerz des Verlustes seines Vaters abzufangen und nicht auf seine Familie zu lenken. Der junge Mann fand Trost beim Bücherlesen und steckte bis zu den Ohren in seinem Studium, was ihn zu einem herausragenden Studenten machte. So wurde er ein Vorbild für die anderen und eine wichtige Stütze für seine Familie. Margaret blieb nicht lange Witwe. Sie fand eine neue Liebe und bald hatten die Kinder einen Stiefvater, Adam. Er schaffte es, eine gute Beziehung zu den Kindern aufzubauen und fing an, sie wie seine eigenen zu behandeln. Als er noch jung war, interessierte sich Stephen sehr für Computer und Programmieren. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, erhielt er aufgrund seiner Fähigkeiten eine Stelle in einer Hongkonger Firma. Die Firmeninhaber boten ihm an, sein Gehalt zu verdreifachen, vorausgesetzt er würde aus seiner Heimatstadt nach Hongkong ziehen. Im Alter von 21 Jahren packte Stephen daher seine Koffer und reiste von England auf den asiatischen Kontinent, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Natürlich konnte Margaret nicht verhindern, dass ihr Sohn nach Hongkong zog. Sie wollte ihm eine Chance geben, seine Zukunft zu verwirklichen, und doch war sie anfangs sehr besorgt. Die Mutter sorgte sich vor allem darüber, ob sich ihr Sohn an das Leben in einem asiatischen Land anpassen könne. Aber all ihre Ängste verflogen, als Stephen anfing, sie über sein neues Leben zu informieren. Es war offensichtlich, dass er sich perfekt an den neuen Wohnort angepasst hatte. Er pflegte Kontakt zu mehreren Freunden, außerdem hielten ihn einheimische Mädchen für einen sehr attraktiven Mann. So liefen Stephen in den ersten Wochen seines Aufenthalts in Hongkong mehrere Schönheiten hinterher. Darüber hinaus machte ihn das hohe Gehalt zu einem attraktiven Begleiter für Spaß und Partys. Stephen erlaubte sich beliebigen Luxus. Er konnte außer Haus zu Mittag und Abend essen. Des Weiteren ließ er sich mit teuren Delikatessen verwöhnen. Durch seinen aufregenden Lebensstil lernte Stephen verschiedenste neue Leute kennen. Eine seiner Lieblingsaktivitäten war der Besuch eines Clubs in Angeles, etwa 2 Flugstunden von Hongkong entfernt, wo er eine Unterkunft mietete. Die Stadt Angeles liegt auf den Philippinen. Dieser beliebte Ort wird häufig von Geschäftsleuten sowie Touristen aus Australien und anderen Teilen der Welt besucht. Auf den ersten Blick ist es schwer zu verstehen, was diesen Ort so attraktiv macht, da dort solche Attraktionen wie ein Strand und das facettenreiche Kulturleben völlig fehlen. Und natürlich auch die dort vorhandene Armut der Bevölkerung lässt nicht erschließen, warum der Ort so begehrt ist. Doch in der Stadt Angeles gibt es nur tagsüber nichts, womit man seine Zeit verbringen kann. Wenn die Sonne untergeht, erwacht das lukrative Nachtleben und die Straßen füllen sich mit Sextouristen. Die Stadt erhält dank der dortigen Geschäfte, welche jährlich abgeschlossen werden, rund 400 Millionen Dollar. Dieses Geld wird auch durch ein paar Minuten Leidenschaft mit jungen asiatischen Frauen generiert. Auf einer Party in der besagten Stadt lernte Stephen Evelyn Bohorn kennen. Laut einigen Freunden war es Liebe auf den ersten Blick. Sie war erst 17 Jahre alt, Stephen war also 10 Jahre älter als sie. In der Nacht, in der sie sich zum ersten Mal trafen, zahlte Stephen sofort 500 Pfund an den Besitzer der Bar. Das sind etwas mehr als 650 Dollar. Diese nette Geste tat Stephen aus gutem Grund. Dank ihm wurde Evelyn für immer von der Arbeit in dieser Einrichtung befreit. Über Evelyn ist bekannt, dass sie die Jüngste in ihrer Familie war. Sie wuchs mit ihrer Schwester Gina, ihrem Vater Marcelino sowie ihrer Mutter Saeni auf. Schon in jungen Jahren half sie im Haus mit, in welcher sie die meiste Zeit mit ihrer Mutter verbrachte. Aber sie hatte einen Traum. Wie viele junge Philippinerinnen träumte sie davon, einen Mann aus Amerika oder Europa zu treffen, welcher sie aus der Armut befreien würde. Man könnte also sagen, in der Nacht, in welcher Evelyn Stephen traf, wurden ihre Träume wahr. Nur wenige Tage später lebten sie schon in einer romantischen Beziehung.
Steven machte ihr kurz darauf einen Heiratsantrag und sie stimmte zu. Als die Eltern des Bräutigams ihn auf den Philippinen besuchten, überraschte Steven sie mit der Nachricht seiner Hochzeit. Die Hochzeit fand am 9. Mai 1997 statt. Etwa ein Jahr später hatten die beiden noch frisch Verliebten ihre erste Tochter, die Jessica hieß. Als Jessica ungefähr 3 Jahre alt war, bekamen Steven und Evelyn ihr zweites und letztes Kind, Joshua. Nach ihrer Heirat arbeitete Evelyn nicht mehr. Steven nannte sie seine Prinzessin und sagte, er würde sich darum kümmern, dass sie alles habe, was sie brauche. Er gab seiner Frau regelmäßig Geld für monatliche Ausgaben. Sie kaufte sich damit alles, was sie wollte. Schließlich ließ sich das Brautpaar in der Stadt Angeles nieder. Sie zogen in ein elegantes Herrenhaus ein und fanden ein Hausmädchen, das kochte, putzte und sich um die Kinder kümmerte. Evelyn ruhte sich nur aus. Viele ihrer Freundinnen bemerkten, dass sie tagelang nur im Bett lag und nur aufstand, um einkaufen zu gehen oder Steven zu treffen. Evelyn sprach oft davon, dass sie das Leben lebe, von welchem sie immer geträumt hatte und dass sie dieses auch verdient. Und tatsächlich veränderte sich ihr Leben mit dem Eingang der Ehe stark. Früher konnte sie kaum etwas mehr als $6 pro Nacht verdienen, indem sie in einer Bar arbeitete und sexuelle Dienstleistungen verschiedensten Kunden anbot. Seitdem sie mit Steven verheiratet war, erhielt sie $1,300 pro Monat und verfügte darüber hinaus über Geld für verschiedenste Einkäufe und Dienstleistungen sowie Gehalt für das Kindermädchen. All das bezahlte Steven aus seinem eigenen Einkommen, welches mehr als $80,000 pro Jahr betrug. Damit half er auch den Eltern seiner Frau. Und doch änderte sich mit der Zeit die Beziehung des Paares. Es vergingen einige Jahre und Steven bemerkte, dass Evelyn immer unzufriedener wurde. Sie stritten sich zunehmend und begannen sich voneinander zu distanzieren. Als Stevens Eltern die junge Familie zu dieser Zeit besuchten, konnten sie die offensichtliche Veränderung nicht übersehen. Evelyn war ständig genervt und ließ es sogar an ihren Kindern aus. Außerdem telefonierte sie stundenlang mit ihrem Handy oder erschien lange Zeit nicht zu Hause. Das frustrierte Steven sehr. Er konnte sich nicht vorstellen, was er nun in dieser Situation tun sollte. Selbst seiner geliebten Mutter wurde seine Frau immer suspekter. Die Intuition sagte ihr, dass ihr Sohn offensichtliche Probleme in seiner Familie hatte. Aber der Urlaub war vorbei und Stevens Eltern mussten wieder nach Hause zurückkehren. Und obwohl Evelyn dafür sorgte, dass sich Steven und seine Eltern mit derselben Barmherzigkeit und Liebe trennten, war die Rückkehr von Margaret und ihrem Mann nach England schwerer als sonst. Das Paar ging mit dem Gefühl nach Hause, dass die Ehe ihres Sohnes auseinanderzubrechen droht. Die Probleme im Haus von Steven und Evelyn eskalierten immer stärker. Es kristallisierte sich heraus, dass Evelyn das Geld, welches Steven ihr für monatliche Haushaltsausgaben gab, für ihre eigenen Bedürfnisse missbrauchte. Mehr noch, mit der Zeit kam es dazu, dass sie begann, mehr und mehr Geld von ihm zu verlangen. Und innerhalb weniger Monate erreichten die erwünschten Beträge eine Grenze, welche Steven nicht mehr bewältigen konnte. Daraufhin fragte er Evelyn, wofür sie das Geld ausgab. Aber anstatt zu antworten, machte seine Frau ein riesiges Theater. Eines Tages meldete sich Steven freiwillig, seine Tochter Jessica zur Schule zu bringen. Doch was für eine Überraschung, als er plötzlich herausfand, dass das Mädchen dort nicht einmal angemeldet war, als er vor der Tür der Schule wartete. Dies verärgerte Steven so sehr, dass er beschloss, die Ausgaben seiner Frau zu begrenzen. Außerdem begann er sich immer mehr von ihr zu distanzieren. Er verbrachte immer weniger Zeit zu Hause und mehr in Bars, die er seit seiner Junggesellenzeit nicht mehr besucht hatte. Gleichzeitig betonte Steven, dass er die Beziehung zu Evelyn verbessern und alles tun wolle, um ihre Ehe zu retten. Zu diesem Zweck schlug Steven Evelyn vor, zu studieren und eine Ausbildung zu machen, aber sie lehnte dies ab. Daraufhin stellte Steven seiner Frau ein Ultimatum und sagte, dass sie lieber studieren solle, anstatt zu Hause zu sitzen und zu faulenzen, da er ihr sonst kein Geld mehr geben würde. Zu diesem Zeitpunkt vertraute Steven Evelyn praktisch nicht mehr. Ihr ständiges Verschwinden, die endlose Verschwendung von Geld und die ewigen Gespräche über ihr Handy, welche sie sorgfältig vor neugierigen Blicken versteckte, ließen ihn glauben, dass Evelyn einen Liebhaber hatte. Und das dachte nicht nur Steven. Seine Eltern hatten bei ihrem nächsten Besuch denselben Verdacht. Der Mensch, der Evelyns Spielchen letztendlich aufdeckte, war Gina, Evelyns ältere Schwester, welche ihr einmal in der Stadt begegnete. Sie gab zu, dass Evelyn tatsächlich einen Liebhaber hatte. Es ging um Arnold Adderay, einen Türsteher in einem der Stadtclubs. Nach ein paar Monaten Liebesbeziehung mit Evelyn kaufte sich Arnold ein neues Motorrad.
Es stellte sich heraus, dass Evelyn, die von ihrem Ehemann ständig mehr und mehr Geld verlangte, all diese Summen für das Vergnügen ihres Liebhabers ausgab. So verging Tag für Tag, bis Margaret eines Nachts die schlimmste Nachricht, die eine Mutter erhalten kann, erhielt. Der Mann am anderen Ende der Leitung sagte ihr, dass ihr Sohn Steven gestorben sei. Er wurde in der philippinischen Stadt Cati, etwa 3 Autostunden von seinem Haus in Angeles, in einer Wohnung getötet, die er während seiner Dienstreisen mit einem Arbeitspartner teilte. Die Polizisten konnten keine Hinweise finden und die Ermittlungen verliefen sehr schleppend. Kaum hatte Margaret die schreckliche Nachricht von den Philippinen erhalten und ihren Sohn beerdigt, wandte sie sich an die örtlichen Behörden. Diese bestätigten, dass sie keine Beweise finden konnten. Deshalb verliefen die Ermittlungen auch so langsam und die Täter befanden sich immer noch auf freiem Fuß. Das alles musste sich die Mutter des Getöteten anhören, die sich in einem frühen Stadium der Trauer befand. Und doch riss Margaret sich zusammen, mietete eine Unterkunft auf den Philippinen und engagierte einen Privatdetektiv. Innerhalb kurzer Zeit gelang es dem Ermittler, einen ehemaligen Polizeichef zu engagieren. Der Polizist bat darum, seinen Namen nicht preiszugeben, da er vieles aufklären könne. Er konnte Fotos und andere Beweise dafür finden, dass Evelyn ständig mit 2 Männern zusammen war. Einer war ihr Liebhaber und der andere sein Freund. Dieser Freund hieß Alexander Dagami und er arbeitete auch als Türsteher. Als Margaret diese Fotos bekam, wandte sie sich an die Behörden, damit sie den Fall Evelyn weiter untersuchten und die beiden Männer zu dem Fall befragten. Die Polizisten nahmen Arnold und Alexander fest, um sie zu vernehmen. Doch nachdem sie mehrere Tage in Haft auf der Polizeiwache verbrachten, wurden beide wieder freigelassen, da keine Beweise gegen sie vorlagen. Margaret wusste nicht, was sie sonst noch tun konnte, um den Mord an ihren Sohn aufzuklären. Aus ihrer Verzweiflung heraus beschloss sie, die Polizei auf den Philippinen zu bezahlen. Sie zahlte den Ermittlern die Kosten für Benzin und Essen, damit sie verschiedene Zeugen befragten und die eingeleiteten Ermittlungen noch nicht aufgaben. Schließlich kam ein sehr wichtiger Zeuge, Robin Butas, ins Spiel. Der Ehemann von Evelyns Schwester Gina. Er versprach der Polizei, alles zu sagen, was er über den Mord an Steven wusste, unter der Bedingung, dass er aus diesem Fall rausgehalten werden würde. Die Ermittler, die bis dahin keine Hinweise hatten, stimmten dieser Bedingung unter dem Druck von Margaret zu. Es stellte sich heraus, dass am 17. Juli 2002 Evelyn ihn um einen Gefallen bat, nämlich dass er sie und 2 ihr bekannte Männer zu einem gewünschten Parkplatz bringen sollte. Wer diese beiden Männer waren, war jedem klar. Es ging um Evelyns Liebhaber und seinen Freund. Nachdem sie den genannten Parkplatz erreichten, übergab Evelyn ihrem Liebhaber die Schlüssel für die Zielwohnung. Es stellte sich später heraus, dass sich der Parkplatz direkt vor Stevens Büro befand, aber Robin wusste dies damals nicht. Evelyn sagte den 3 Männern, dass sie nach oben in Stevens Zimmer gehen sollen. Sie folgten ihren Anweisungen und als sie reinkamen, erschossen sie Evelyns Mann, während er schlief und nichts ahnen konnte. Robins Aussage entsprach der Aussage von Mike, dem Mann, der Stevens Mutter anrief, um sie über den Mord zu informieren. Mike, Stevens Geschäftspartner, schlief im Nebenzimmer und sagte, er habe gehört, dass einer der Männer sagte, ja, er ist es. Daraufhin wurden Schüsse abgegeben. Auf diese folgte eine Pause und dann wieder 2 weitere Schüsse. Laut Robin Butas Erzählung schoss Arnold mit einer Pistole. Nach dem Mord verließen 3 Männer die Wohnung, ohne Mike zu verletzen, obwohl er in der Nähe war und alles hörte. Während des Verbrechens verließ Evelyn den Innenraum des Autos nicht, so Robins Aussage. Sie saß da und wartete, bis alle 3 zurückkamen und ihr Liebhaber ihr sagte, dass die Sache erledigt sei. Dann bat Evelyn Robin, sie zurück in die Stadt zu bringen und niemanden etwas davon zu erzählen, einschließlich ihrer Schwester Gina. Robin schwor, dass er nichts sagen würde. Und was sollte er denn sonst tun, wenn die Täter drohten, sich an seiner Familie zu rächen? Robins Aussage stimmte nicht mit den Aussagen von Evelyn überein, die sie der Polizei am Tag des Mordes an ihrem Ehemann gab. Damals erklärte die Frau, dass sie das Haus nicht verließ. Sie war laut der Aussage mit ihren Kindern zusammen und wusste überhaupt nichts von den Ereignissen. Nachdem die Polizei die Aussage von Robin bekam, wurden Arnold und Alexander sofort verhaftet. Die Gerichtssitzung war äußerst kurz. Beide wurden für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Margaret feierte einen echten Triumph, aber da war es noch nicht zu Ende. Es blieb noch Evelyn selbst der Justiz gegenüberzustellen. Schließlich wusste Margaret, dass sie die Organisatorin des Mordes war. Kurz nachdem Arnold und Alexander ihr Urteil erhielten, begannen Margaret und ihr Ehemann Todesdrohungen zu erhalten. Das erschreckte Stevens Eltern.
und trotz ihres langen Aufenthalts auf den Philippinen beschlossen sie, das Land zu verlassen. Es muss gesagt werden, dass Margarets Sieg auch beinhaltete, dass es ihr gelang, das Sorgerecht für ihre beiden Enkelkinder zu erlangen. Und dennoch konnte die Frau noch immer nicht zur Ruhe kommen, weil sie wusste, dass Evelyn auf freiem Fuß war. Evelyn musste noch 2 Jahre warten, um den Fall ihres getöteten Sohnes zu schließen. Während sie in England war, finanzierte sie weiterhin die Untersuchung und half parallel Evelyns Eltern finanziell. Im Februar 2004 kamen Stevens Eltern zum letzten Mal auf die Philippinen. Denn da wurde Evelyn verhaftet und das Gericht befand sie des Mordes an ihren Ehemann für schuldig. Und obwohl sie nicht direkt an dem Verbrechen beteiligt war, wurde ihr zu Recht vorgeworfen, dass sie es zusammen mit ihrem Geliebten geplant hatte. Evelyn erhielt 40 Jahre Haft. Am Ende der Verhandlung bat Margaret die Richter, ein paar Minuten allein mit Evelyn sprechen zu können. Später sagte sie, sie habe jede Sekunde genutzt, um zu versuchen, Evelyn dazu zu bewegen, die Dimensionen ihres Verlustes zu erkennen. Die Frau verlor nicht nur einen guten Ehemann, sondern auch ihre Kinder und ihre Freiheit. Margaret erzählte ihr, wie ihre Kinder nach ihr weinten, wie sie sie trotz allem weiterhin lieben und ihre Mutter vermissen. Sie gab ihr auch zu, dass sie nicht böse auf sie sei und sie den schrecklichen Preis bedauere, den Evelyn für ihre Fehler bezahlen muss. Margaret übergab den Verurteilten mehrere Zeichnungen, die von Jessica und Joshua gemacht wurden, und sogar einige Fotos. Die Fotos sollten Evelyn an die guten Zeiten erinnern und daran, dass sie ihr Glück endgültig verlor. Margaret und ihr Mann kamen nie mehr auf die Philippinen. Sie kehrten zu ihrem normalen Leben in England zurück. Die Zeit der mütterlichen Trauer war vorbei. Jetzt hatte Margaret 2 Gründe zu leben. Ihre beiden Enkelkinder, Jessica und Joshua. Nichts konnte Steven wieder zum Leben erwecken und es war unmöglich, die mütterlichen Schmerzen von dem Verlust ihres Sohnes zu betäuben. Doch die Wirkung der Gerechtigkeit erwies sich ihr gegenüber als heilend, ebenso wie die Sorge um ihre heranwachsenden Enkelkinder. Margaret Davis ist das beste Beispiel dafür, was ein Mensch aufgrund von Liebe alles tun kann. Eine Reihe von Misserfolgen konnte unsere Heldin nicht brechen und ihre Entschlossenheit erlaubte ihr, letzten Endes zu gewinnen. Jetzt erzählt Margaret ihre Geschichte anderen, um ein Vorbild und Trost für andere Eltern zu sein, die nicht so viel Glück mit dem Justizsystem haben. Die Kinder verloren ihren Vater, die Mutter verlor ihren Sohn. Steven war ein Mann, der wirklich wusste, was es bedeutete, für seine Familie verantwortlich zu sein. Er war jemand, der seiner Frau Glück schenkte und ihr alles gab, was sie verlangte. Doch weil diese Frau ihre Ehe anscheinend nicht schätzte und ihren Mann nicht liebte, endete alles in einer Tragödie. Evelyn wollte nur Geld, aber sie schaffte es nicht, den Reichtum, den ihr Ehemann ihr zur Verfügung stellte, richtig zu verwalten. Nachdem das Familienleben sie gelangweilt hatte, bekam sie einen Liebhaber. Die Frau nahm an, dass sie ungestraft davonkommen könne, nur weil sie von der schlechten Arbeit der Gerichte auf den Philippinen überzeugt war. Natürlich, wenn Stevens Mutter die Untersuchungen nicht finanziell unterstützt und nicht mit ihrer persönlichen Präsenz im Land unterstützt hätte, wären Evelyn, ihr Liebhaber sowie sein Freund jetzt auf freiem Fuße und hätten das von Steven zurückgelassene Geld aufgeteilt. Zum Glück hat sich alles anders entwickelt. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.